Jetzt komme ich rein. Ja, okay. Lege diese Werkzeuge nicht weg. Ich werde arbeiten, wenn der Uhrenladen geschlossen ist. Okay. Ist das alles, was da kommt? Mehr nicht? Das ist anscheinend der weiße Vogel, von dem sie mal spricht. Also, Ich kann nicht ich. nach oben scrollen, aber hier oben ist noch so ein Diplom oder sowas. Liebe Amalie, ich freue mich, dir mitzuteilen, dass du als mein neuer Schüler ausgewählt worden bist. Deine Experimente mit Zeitextraktionen sind wirklich bahnbrechend. Ich stimme zu, dass unsere kurze Lebenszeit äußerst unfair ist, besonders für Leute wie uns, die darauf drängen, die Welt zu verbessern. Ich freue mich darauf, dir in der Schweiz bei deinen Experimenten zu helfen. Mit aufrichtigen Grüßen. Clarissa Schaar, Meisteruhrmacherin. Tja. Also ich habe hier drei Perlen unten. Ich weiß nicht, ob dir das was hilft. Wahrscheinlich nicht. Drei Perlen. Muss man, ja, zumindest mal als Hinweis. Hast du sonst noch was? Weil sonst sage ich dir mal, was ich habe. Ich habe hier auch einiges. Also erstmal habe ich eine Uhr oben. Hast du die auch in drin? Ja, ich komme ja nirgendwo hin, komischerweise. Also die Uhr hängt bei Viertel vor 9, hängt die fest. Und warte mal. Und ich habe da noch einen Umschlag. Da steht Emily Raven drauf. Nicht Raven, sondern den öffne ich mal. Da ist ein Schlüssel drin. Also da ist ein Schatten. Ich habe eine mitgenommen. Okay. Ich habe den mitgenommen. Und dann gibt es noch einen Schlüssel, den ich auch mitnehmen kann, da steht Uhrenshop drauf. Das heißt, den habe ich auch mitgenommen. Ich habe jetzt den Brief und den Schlüssel mitgenommen. Aber der Brief konnte ich nicht lesen. Jetzt ist hier noch Lake, so eine Kiste, da kann ich nichts mitmachen. Nee. Aber auf das Bild kann ich klicken. Da ist ein Bild oben bei mir. Da ist ein Mädchen abgebildet und der weiße Rabe hier. Also von hinten, die wird von hinten aufgenommen oder gemalt, ist das, glaube ich. Und der Rabe ist so auf ihrer Schulter und guckt so zur Seite nach links. Der hat eine Schleife im Haar. Das konnte ich mir so anklicken. Die Uhr kann ich nicht anklicken. Die Pflanze. Nee, das war's. Mehr habe ich. Also ich konnte nur die beiden Gegenstände nehmen. Damit gehe ich jetzt. Also was mich ein bisschen ja stutzig macht, ist halt diese Nachricht, dass sie kommt, wenn der Uhrladen geschlossen ist. Ja. Damit muss das, denke ich mal, auch irgendetwas zu tun haben. Aber ich habe keine Ahnung. Ja, ich meine, wir treffen wahrscheinlich nicht auf sie, deswegen. Vielleicht macht sie aber auch irgendwas und wir müssen das, was sie gemacht hat, dann mitnehmen. Das Ja, können wir die gut vorstellen. Aber du hast gesagt, du hast einen Schlüssel. Hast du gesagt, zur Post oder zu. Nee, zum Uhrenladen hast du gesagt, ne? heißt, wir kommen auch rein, wenn die zu haben jetzt. Also ich habe dafür einen Schlüssel, aber ich habe auch noch einen Brief. Und okay, die Bahn, aber die Bahn ist wieder zurückgesetzt. Aber warum können wir die 3, 4. in den Uhrenladen komme ich immer noch rein? Haben wir irgendwas aufgeschrieben? Wir haben das nur mit der Umdrehung, ne? Ja. Aber ja, Moment, ihr Pflanzen. macht, kannst du das nicht aufmachen, den Ach, ich weiß, was ich mit dem Brief machen muss. Den muss ich in den Briefkasten tun wahrscheinlich. Ja, ich muss den wegschicken. Ich habe den jetzt reingetan in den Briefkasten. Ah, jetzt, Moment. Jetzt habe ich ein Postfachnummer gekriegt, Nummer 28. Und 28, okay. merkt das mal, und eine Richtungsangabe. Und zwar einmal Nordwesten, dann Westen, Nordwesten, Westen. Südwesten und Osten. Südwesten, Osten. Also das ist auf diesem Zettel da drauf, Müssen genau. die dann alle da draufstehen? Die stehen so hintereinander weg. Wahrscheinlich ist das irgendwie eine Angabe. Ach, ich wollte nicht rausgehen. Gehst du mal.
Nordwesten. Ach, Quatsch. Ach, was mache ich denn hier für ein Quatsch? Okay, der zieht die auch da rein. Okay. Warte mal, ich gehe jetzt hier aber noch mal raus. Sonst kann ich hier überhaupt raus? Da. Nicht, dass ich da jetzt was Falsches gemacht habe und der das jetzt hier... Also, die 28 war das, ne? Mhm. Ach, der bleibt ja immer noch drauf stehen, scheiße. Nord... Ach so! Nein! Einer muss auf Nordwesten, einer muss auf Westen, einer muss auf Südwesten und einer muss auf Osten. Ah, ich bin so blöd. Ich habe jetzt einen Brief hier mit zwei Postkarten drauf. Okay. Mit einem Schlüssel drin, okay. Den habe ich, ja genau, den hatte ich auch. Hier ist dein Schlüssel zum Uhrenladen. Ja. Stand das bei dir? Ah, nee, du konntest den nicht öffnen, oder? Doch, nee, ich habe den Brief in den Postkasten geworfen und dann kam ja dieser Zettel mit den mit der 28 und so weiter raus. Also hier steht, hier ist dein Schlüssel zum Uhrenladen, Amalie. Wenn du mit der Arbeit fertig bist, könntest du mir helfen, meinen Raben zu suchen. Stand doch da. Ist der dann weg, oder wie? Okay. Okay, also ich habe jetzt auf jeden Fall einen Schlüssel. Dann kann ich ja schon mal raus. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich jetzt die Uhrzeit auf nach 9 drehen. Und dann? Steht jetzt auf 10 bei mir. Da kann ich den Schlüssel jetzt gebrauchen. Okay. Ah. Und was soll ich damit jetzt machen? Ja, in den Uhrenladen. Ich okay. Bin jetzt reingegangen. Ach so. Ah, Moment. Ich habe jetzt ein Buch hier noch zusätzlich. Zwei Bücher. Einmal mit Edelsteinen steht drauf und einmal Uhrenbau. Also, es hat irgendwas mit dem Raben zu tun, denke ich mal. Ich kann hier, ich habe eine offene Uhr. Da kann ich was drin bewegen. Aber ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. da dreht sich nur eins. Das ist das andere, was sich dreht. Okay. Hast du denn irgendeinen Hinweis? Hast du irgendwo... Also, ich habe zwei Bücher hier. Das eine ist ein Buch über Edelsteine. Da sind 6 Edelsteine aufgekehrt. Also Malachit, es ist so grünlich halt, ne, ist einer für seine grüne Farbe bekanntes Kupfermineral zur Herstellung dauerhafter Pigmente. Dann so ein weißer, dann weil er Energie kanalisieren kann, wird der Quarz gerne für die Uhrenherstellung benutzt. Rubin, der Rubin ist hart und dauerhaft und verbessert die Reibung in mechanischen Instrumenten. Dalmatinerstein leitet Energie, ist weniger mächtig als Quarz, nutzt sich aber nicht so schnell ab. Und dann der schwarze Onyx kann als Isolator zum Verlangsamen kleiner elektrischer Ströme benutzt werden. Tigerauge, das ist also wirklich wie so ein Auge so ein bisschen, wird wegen seiner Schlichtung von Quarzkristallen als Leiter verwendet. Also das sind jetzt die zwei Seiten, die ich irgendwie in dem Buch aufklappen kann. Ja. Ich kann, jetzt habe ich noch eins vom Uhrenbau, ein Buch, kann ich auch noch. Der Uhrenbau, also von Emily Raven. Neue Methoden zur Messung von Zeit. Von Zi Cha. Aha. Da kann ich mir Anleitungen für, also es fängt an mit 4 Genauigkeit. Durch vielfache Studien fand Frau Schaar heraus, dass ein Zeitschnitt genauer ist, wenn nur Quarz zum Kanalisieren verwendet wird. Also Quarz scheint irgendwie, was? Moment. Also, Tigerauge habe ich auf jeden Fall hier. Das schreibe ich mal eben auf. Das hat eine leitende Wirkung, ne? Ja. Dann Quarz. Ich meine, das Quarz ist doch so, so weiß, oder? Weiß, genau, das ist weiß, ja. Was hast du da jetzt gesagt? Es kann zum, also hier sagst du, bei der Herstellung von Uhren kann es zum Kanalisieren verwendet werden. Aber ich gehe nochmal zu dem Buch, Edelsteine. Kanalisieren. Also,
Quarz, weil er Energie kanalisieren kann, wird Quarz gerne für die Uhrenherstellung benutzt. Ja. Ich habe noch einen roten und einen grünen. Der grüne. Also grün der ist auf Malachit. Der Lippe, den hast du eben erwähnt. Malachit. Grün ist Malachit. Ja, genau. Ist ein für seine grüne Farbe bekanntes Kupfermineral. Zur Herstellung dauerhafter Pigmente. Also das ist irgendwie für die Pigmente da. Und der rote ist der Rubin. Der ist sehr hart und dauerhaft und verbessert die Reibung bei mechanischen Instrumenten. Rubinreibung. Warte, ich kann dir noch was vorlesen aus dem Buch, da wo ich eben mit der Genauigkeit das gelesen habe. Das ist das Uhrenmacherbuch. Ich glaube, diese Abfolge ist genauer mit zusätzlichem Vorteil der Zeitspeicherung. Tigerauge sollte links vom Quarz sein. Malachit darf Moment, nicht... Moment, links vom... Ach so, deswegen kann man das hier... Sag mal, hast du da irgendwie eine Abbildung oder kannst du die platzieren? Und zwar so, Quarz habe ich rechts von Tigerauge und Rubin? Ja, Malachit darf nicht an den Enden oder direkt neben dem Rubin sein. Also ich denke mal, Malachit soll wahrscheinlich... Und der Rubin, wo muss der hin? Der Rubin darf nicht direkt neben dem Tigerauge sein. Okay, also muss ich die beiden tauschen. Passiert aber nichts. Ich habe jetzt Rubin links, darf nicht beim Tigerauge sein. Malachit habe ich das zweite von links. Dann habe ich das Tigerauge und dann habe ich Quarz rechts. Quarz. Warte mal, ich mal. Warte mal, ja. Kann ich vielleicht hier irgendwie rausgehen? Ah ne, jetzt komme ich ganz raus, scheiße. Ah, warte mal, 5 Waage. Für höchste Genauigkeit, die Waagennagel zeigt auf den dritten Quarz. Zeigt stattdessen auf Malachit. Speichert Zeit besser. Ist als Fragezeichen. Ne? Und bei optimaler Genauigkeit... Moment. Hä? Ja, aber das geht nicht. Also ich kann nur Rubin entweder links haben, dann Malachit, das Tigerauge und Quarz. Oder, weil der Malachit ja nicht außen sein darf, könnte ich dann das Tigerauge links machen, dann Quarz, dann Malachit und dann Rubin. Also ich habe eigentlich nur die zwei Varianten, wie ich das machen könnte. Okay, aber du hast doch nur 4 Punkte, wo du was hinmachen kannst, ne? Oder wie viele Punkte hast du da? Also wie viel? Ja, ich habe 4 Punkte, ja. Ja, aber wenn doch zum Beispiel hier steht, der Malachit darf nicht an den Enden sein oder direkt neben dem Rubin. Der Rubin. Auch nicht neben dem Rubin. Nee, deshalb. Der Rubin darf nicht. Was soll ich das denn machen? Der Rubin darf nicht direkt neben dem Tigerauge sein. Also der Rubin ist nicht neben dem Tigerauge. Aber der Malachit ist ja natürlich neben dem Rubin. Also pass auf, das Tigerauge sollte links vom Quarz sein. Aber muss es direkt links dran sein oder kann es auch eins weiter sein? Das ist jetzt die Frage. Also ich hätte jetzt das so gesehen, dass das Tigerauge ganz rechts ist. Nee, das muss ich ja links vom Quarz haben. Kann ich nicht rechts machen. Da müsste das Tigerauge nämlich nach ganz links. Wieso? Der Quarz ist ja dann daneben. Ja. Nee, genau. Nee, Entschuldigung. Genau. Das Tigerauge nach ganz links. Dann der Quarz. Nee, das funktioniert auch nicht. Nee. Doch, das dann, ist... Warte mal. Nee, der Quarz muss dann nachkommen. Ich habe jetzt links das Tigerauge, dann den Quarz daneben, dann Malachit und Rubin ganz rechts. Ja. Aber anscheinend bringt mir das jetzt hier auch nicht wirklich viel. Nee, Malachit darf ja nicht direkt neben dem Rubin sein. Das wäre aber jetzt so. Also pass auf. Ich würde machen, von links nach rechts würde ich Tigerauge, Malachit, Quarz, Rubin machen. Habe ich schon. Funktioniert nicht. Okay. Ja, aber warte mal. Danach musst du doch noch was machen. Stattdessen... Was soll ich denn noch machen?
Die Genauigkeit der Wagennagel zeigt auf den dritten Quarz. Zeigt stattdessen auf Malachit. Speichert die Zeit besser. Bei optimaler Genauigkeit nur zweimaliges Drehen des oberen rechten Rades im Uhrzeigersinn aufziehen. Kann es sein, dass du die dann aufziehen musst, wenn du das so platziert hast? Ah, warte mal. Jetzt habe ich die zu. Jetzt habe ich eine Uhrzeit da drin, die ich warte einstellen mal. Muss. Wenn der Deckel geschlossen ist, Experiment durch Stellen der Uhr auf 12 prüfen. Sollte Extraktionsprozess auslösen. Das heißt, du sollst sie auf 12 Uhr stellen. Im rechten, also. Okay. Der hat gerade den weißen Raben eingesaugt. Ja, und den extra. Ah, deswegen wahrscheinlich auch, dass wir den weißen Raben finden sollen. Ja, okay. Jetzt steht der Minutenzeiger weiter auf 12. Der Stundenzeiger, aber der Minutenzeiger. Oh nee, sag jetzt bitte nicht, dass der jetzt einen Code abgibt oder so. 3, 3, 3, 6, 3, 6, 6, 3. Oh, warte, das muss ich mal aufschreiben. 3, 3, 3, 6, 3, 6, 6, 3, glaube ich, war das jetzt. 6, 3, 6, 6, 3. 3, 6, 6, 3, ja. Aber wofür ist das jetzt? Kannst du irgendwo 6 und 3 eingeben? Also ich kann hier nichts eingeben. Ich geh mal raus aus dem Uhrengeschäft. Also das Einzige, was ich mir jetzt vielleicht noch vorstellen könnte, wäre jetzt der Postladen. Aber... Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee. Ich habe hier aber mehr von den Dingern. Aber den Safe hast du doch noch nicht aufgemacht, oder? Ja, das sind ja die Postdinger. Können wir denn irgendwas... Was war da... Nee, das Haus, denke ich mal, mit durch. Können wir denn irgendwas hier am Zug oder so machen? Ja, da können wir wieder laufen, aber... Ja, yeah, aber das... Die Uhr mit diesem Code, den hast du benutzt, ne? Das war das ja, ne? Das, was ich vorhin gesagt habe. Warte mal, 3? 3, 3? Warte mal... 3, 3, 3. Aber dann komme ich nicht runter. Moment. Du hattest mir, da steht's. Du hattest mir vorhin einen Code gegeben. Ja. Der fing an. Da muss ich nach oben, nach rechts. Also, wenn es nach Uhrzeiten geht, nach oben. Oben, oben, rechts, unten, rechts, 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 unten. Oh Gott, ich gucke hier auf meinem eigenen Blatt total schief. Moment, unten, rechts, unten, unten, rechts. Oh mein Gott. Okay, geh mal zum Bahnhof. Ja, warte. Das hat echt geklappt, ey. Das war das mit der Uhr, der Code, ne, den ich eben den vorhin gegeben habe, ne? Ja, aber ich musste mit dir anfangen, weil wenn ich nur meinen Code genommen hatte, dann komme ich nämlich nicht weiter. Also ich bin am Bahnhof, was soll ich da machen? Eins nach oben. So, eins nach oben. Eins nach rechts. Eins nach rechts. Drei nach oben. Eins, zwei, drei. Mhm. Eins nach rechts. Ja. Eins runter. Ja. Drei nach rechts. Eins, zwei, drei. Eins runter. Ja. Eins nach rechts. Ja. Zwei nach unten. Und dann eins nach rechts. Yay, es geht.
Eieiei. Wir können mit dem Zug fahren. Yay. Er fährt ab. Ich würde sagen, dass wir dann hier auch direkt mal einen kleinen Cut machen und den Rest dann im nächsten Video sehen. Ja, genau. Bis dann. Bis Ciao. Dann. Ciao.